Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Das ist wieder eine kleine Infofolge, weil eigentlich sind wir ja gerade dran, die ganzen Kapitel von der Meltan-Spezialforschung abzuschließen. Und aus aktuellem Anlass wollte ich trotzdem mal dieses Video dazwischen schieben. Weil eigentlich habe ich ja meinen Meltan schon aus der Spezialforschung, aber lade trotzdem jetzt jeden Tag ein Kapitel hoch. Und hier möchte ich euch mal zeigen, für diejenigen, die keinen Bock auf die Spezialforschung haben oder die nicht warten können oder die natürlich Bonbons von Meltan brauchen, die 400, wie ihr das also machen könnt, dass ihr diese Box bekommt von der Nintendo Switch und dass ihr diese Meltan fangen könnt, die halbe Stunde lang, damit ihr schön fleißig Bonbons erfarmen könnt. Das habe ich mal abgescreent für euch gestern. Grüße gehen raus an den Kollegen Nebels88. Der war nämlich so gut, hat sich gestern mit uns getroffen, hat jedem eine Box da gegeben, denn man kann ja so viele Boxen rausgeben, wie man möchte, also an so viele verschiedene Leute, wie man möchte. Und ja, das könnt ihr also dann einmal die Woche machen, eure Box öffnen, aktivieren. Aber wir schauen uns jetzt mal kurz an, wie das dann aussieht. Drücken wir mal hier. Ihr geht also in euer Menü auf Einstellungen, scrollt runter, das seht ihr hier unten, Nintendo Switch als Punkt, den wählt ihr aus, Verbindung zu Nintendo Switch herstellen. Dann seht ihr, wie es lädt und lädt und lädt. Das sieht so aus wie bei dem Go Plus, dass ihr hinten dieses Symbol habt zum Abkoppeln. Wartet, bis es natürlich dann eine Verbindung hergestellt hat. Wenn der andere also eine Switch hat und in der Nähe ist, der sieht euch dann. Dann, wenn die Verbindung hergestellt ist, geht ihr einfach zurück, geht auf eure Pokémon, habt oben rechts dieses Switch-Symbol. Wenn ihr das anklickt, wird das rot. Und was ihr jetzt auswählt, wird also auf die Switch übertragen. In dem Beispiel haben wir hier mal das Pixie genommen mit 1700. Ihr wählt auf Nintendo Switch übertragen, auf Ja, nochmal OK zur Bestätigung. Nintendo Switch wird gesucht. Das ist also ganz einfach. Müsst ihr halt dann immer einzeln machen, glaube ich. Dann wird das da raufgeschmissen. Ihr bekommt für das Pokémon, was ihr gesendet habt, ein Bonbon. 100 Erfahrungspunkte und natürlich eure Box. Was mit der Box los ist, wie es da weitergeht, wollen wir jetzt euch natürlich auch zeigen. Das habe ich nämlich gestern auch aufgenommen, mal abgescreen. Ihr habt die Box also im Inventar. Ihr tippt die dann also einfach an, öffnet die und wie ihr seht, erscheint dann schon der Rauch um euch rum, der sogenannte Rauch. Und ja, alle 3 Minuten lockt das sozusagen dann ein Meltan an. Das könnt ihr fangen, am besten natürlich mit gelber Beere, dass ihr gleich 6 Bonbons bekommt. Weil 400 Bonbons, das ist eine Wucht, die zu kriegen. Ihr wollt ja nicht eure ganzen Sonderbonbons da reinschmeißen. Also, und laufen kostet 20 Kilometer. 20 Kilometer für ein Bonbon, das ist auch eine Menge. Ihr müsstet also 8000 Kilometer laufen, um diese 400 Bonbons zu bekommen. Aber so geht das natürlich einfacher. Ihr holt euch so eine Box. Die ist eine halbe Stunde an, in der halben Stunde, alle 3 Minuten kriegt ihr eins. Heißt, ihr kriegt 10 Meltan, die ihr fangen könnt. Mit einer gelben Beere sind das also 6 Bonbons pro Meltan, sind 60 Stück in einer halben Stunde. Das macht ihr dann ein paar Wochen, dann habt ihr eure Bonbons schon zusammen. Und ihr habt natürlich dadurch die Chance auch auf ein richtig gutes Meltan oder ein richtig hohes Meltan. Denn aus der Forschung bekommt ihr ja meistens eh nur Crap. Erstens hat das Meltan nur Level 15, wenn es aus der Forschung kommt. Hier bei dem Rauch bekommt ihr auch Meltan mit Level 20, 25, 30, vielleicht sogar Level 35. Das müssen wir mal sehen. Aber Wetter geboostet kommen die da glaube ich nicht raus. Ja, vielleicht geht es aber bis Level 30. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal mehr gekonnt als Level 15. Und vielleicht hat es ja auch gute IV. Denn ich habe gesehen von einem, der hat auch aus einer Box, glaube ich, ein Meltan bekommen, das hat auf jeden Fall 100% gehabt und mit den 100% kommt das ja auch über die 3800 WP, was schon ein Klopper ist. Jetzt braucht ihr also nur noch die Bonbons. Genau, also wie gesagt, mit einer Kiste könnt ihr 60 Bonbons machen und ja, habt einfach immer genügend gelbe Beeren am Start und schmeißt die nicht alle weg oder tu die in Arenen verfüttern, hebt die mal auf für Meltan. Und ganz wichtig auch, viele haben drüber spekuliert, ob das jetzt wirklich so ist wie bei Rauch, je schneller man läuft, beziehungsweise über die Distanz, dass dann nicht alle 3 Minuten, sondern vielleicht jede Minute ein Pokémon erscheinen würde oder alle 2 Minuten. Bei Rauch ist es manchmal vielleicht sogar, dass alle 5 Minuten nur was kommt.
Aber bei dieser Meltan-Box, das hat also keinen Unterschied, ob ihr euch bewegt, ob ihr euch nicht bewegt, ob ihr Kilometer zurücklegt oder nicht. Ihr könnt euch also schön Sonntagabend auf euer Sofa setzen, die Box anmachen und wirklich alle 3 Minuten dieses eine Meltan fangen, was da rauskommt. In der Hoffnung eben auf gute IV, in der Hoffnung auf ein hohes Level und natürlich um Meltan-Bonbons zu sammeln. Die Box habt ihr dann auch nach der ganzen Sache weiterhin in eurem Inventar, die könnt ihr sehen. Und da steht dann eine 7 dran danach, weil ihr 7 Tage warten müsst, bis ihr die wieder aktivieren könnt. Und wenn die Zahl abgelaufen ist, dann habt ihr die Box, müsst aber nochmal ein Pokémon an die Switch transferieren. Transferieren. Ihr müsst also nochmal ein Pokémon dann an die Switch schicken, dass diese Box wieder geöffnet werden kann. Ist also eigentlich ganz cool, ganz einfach. Ich hoffe, da kann ich wieder auf den Nebels zählen, dass wir also nächstes Wochenende uns wieder hinsetzen und dann gemütlich die Meltan aus der Box melken. Was will man denn sonst? So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ihr braucht also nur einen Kollegen mit einer Switch. Und dann geht das eigentlich alles von alleine, ist ganz einfach. Und ja, dann braucht man eigentlich die Spezialforschung gar nicht. Gönnt euch das, das geht schneller, das ist besser, da habt ihr mehr Anreiz auch irgendwie. Ist einfach chilliger, als euch jetzt verrückt zu machen bei den kalten Temperaturen und bei dem Wetter. Aber gut, man will ja das auch abgeschlossen haben, aber lasst euch auf jeden Fall nicht unter Druck setzen oder hetzen. Ihr seht, auch auf diesem Wege könnt ihr Meldern bekommen. Und es reicht ja, wenn einer das hat und kann es einfach allen geben. Da hat derjenige zwar nichts davon, gut, er kann seinen Pokédex vielleicht bei der Switch dann füllen, wenn ihr dem Pokémon gebt, die er noch nicht im Spiel hat, aber ihr macht das schon, ihr könnt ihm auch 1000 Euro überweisen, hier unten ist der Link, nee, Spaß. Und das war's aber jetzt von meiner Seite aus, also nur kleine Infofolge, wie ihr die Switch verbindet, beziehungsweise Pokémon an die Switch sendet und wie das mit der Box dann aussieht. Und nachher kommt noch das nächste Kapitel von der Meldern Spezialforschung, denn das wollen wir euch auch zeigen, wie wir das gelöst haben. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.